Herzlich willkommen, Freunde der untergehenden Sonne, zu einer neuen kleinen Runde Guild Wars. Wieder ein Sprungrätsel, aber diesmal etwas anders, nämlich mal wieder mit dem Sascha, dem Cruz. Jo, moin. Und wir befinden uns, für alle, die es wissen wollen, in den Baumgrenzenfällen in Millagans Grotte, dem kleinen Quackerndorf hier. Wigmark Ocarino ist hier. Am hinteren Ende so ein kleiner Vorsprung, auf dem man aus dem Wasser raushüpfen kann. Ja. Dann gibt es erstmal eine kleine Lauf- und Sprungeinlage zum an der Wand, die aber nicht weiter tragisch ist. Ja, und hier sieht man schon das Unheil. Oh mein Gott. Ja, über diese kleinen Kügelchen dürfen wir drüber springen. Ich springe auf die gelben. Wenigstens nicht so tief. Gelbe? Ja, hier die Lampen. Ja, da unten sinkt sie schon. Die knurrt darin. Einfach versuchen zu ignorieren. Schwimmen, schwimmen, schwimmen den ganzen Tag. Ah, ja. Ja, mach ich auch immer. Am Anfang ist es lustig, aber mit der Zeit nervt es einfach nur. So, da Anfang vom Sprung geht es auch ein bisschen versteckt, durch die Kinder unter Wasser würde hier schwimmen. Ja. Du springst vor und ich springe hinterher. Ja. Ich hab das jetzt, letztens eigentlich schon mit dem Dennis aufnehmen, als sagst du, das Sprunggerät hat uns echt den letzten Nerv geraubt. Weil die kleinen Kugeln hier drauf zu springen und vor allen drüber zu springen. So, aber um das, das haben wir auch mitbekommen. Letztens ist es sinnvoll, wenn man hier so wie wir beide einen permanenten Speedbuff hat, den rauszunehmen, weil dann lässt sich's meiner Meinung nach angenehmer springen. Ach so, meinst du das, was ich jetzt auch drin hab, ja? Den nehme ich jetzt auch, den nehme ich jetzt auch raus, weil wirklich, mir kommt es echt so vor, als ob sie es ohne angenehmer springt. Und läuft aber langsamer. Naja, weil durch den Speedbuff springst du auch automatisch weiter. Gut, das ist einleuchtend, ja. Doch. Als ohne. So, mal gucken, wie weit du jetzt kommst. Also ich bin schon auf dem dritten. Es sind eigentlich nur zwei so Etappen, die wir hier springen müssen, auch die nerven halt. Weil die Abstände zwischen den Kugeln variieren noch und die Kugeln werden auch am Ende kleiner. Da unten sinkt schon wieder jemand. Ja, ja, kleiner Barracuda. Kleiner Barracuda. Ein Quackernjunges. Rein unten auch welche rum, das finde ich ganz niedlich gemacht. Wenn man hier runter, ja, ja. Wenn man hier runter kracht, kommen die kleinen Quackerns, die unten rumrennen, zu eingerannt und heilen ein. Sag es nicht zu laut. Ja, ich will nicht hoffen, dass wir das unbedingt zeigen müssen. Das ist natürlich schon pornös, wenn wir das jetzt hier mit... bis runtergefallen? Nee, noch nicht. Oh. Das war knapp. Jetzt kommt der beschissenste Sprung, weil das hier ist eine relativ große Distanz. Nein! Gleich kommen sie, die Quaggans. Da kommen sie schon, da kommen sie schon angerannt. Quaggan, Junge, ist heimlich. So. Ich lieg hier tot. Wahnsinn, ich bin oben. Ne, ich es? Ja! Vor allem der andere steht daneben, klotz zu. Ich hab nichts gesehen. Ich lieg hier unten so reglos rum. Aber wirklich, bei manchen Sprungrätseln merkt man wirklich, wie sehr sich das mit dem Charakter auswirkt. Ja, wenn man so einen fetten Char hat zum Beispiel, also ich hab's ja öfter schon gesehen, dass man dann quasi einen schlechteren Überblick hat. Genauso letztens, wo die Troika so in Löwenstellen das dritte Sprungrätsel da aufgenommen haben, die Höhle da ist so eng, da kannst du wirklich mal schon denken, du rennst in der Ego-Perspektive rum, selbst beim Mensch. Auch nicht schlecht. Willst du nicht nochmal mit mir hüpfen? Den Fehler habe ich schon mal gemacht und hab's dann erst nach einer halben Ewigkeit geschafft. Ja gut, man muss ja auch mal drüber weg runterspringen. Drüber wegglitschen. Genau. Da war die Kugel so klein. Das ist schon sehr. Ich sag mal so, es ist von der Länge her, von der wie viele Sprünge und alles und von der Distanz ist es ein relativ kurzes Sprungrätsel eigentlich. Oh, sehr schwierig. Sehr, sehr nervend. Wir sollten das mal so in Härtegrade einteilen, von 1 bis 10. Dann wäre das hier, würde ich sagen, eine 7 bis 8 auf alle Fälle. Oder Frustfaktor. Ja, genau. Ja, das sieht doch ganz gut aus da hinten. So.
Vor allem hier haben wir mal ein etwas anderes Truhendesign. Nicht mehr so eine riesige Truhe, sondern es sieht aus wie so ein altes Fass, sieht die aus hier. Was, du lebst noch? Ja, ich bin auf einem Stück Gras gelandet. Das war verdächtig. Warum fällt man echt immer runter, wenn man es nicht will? Mhm. Vor allem, du musst nur mit gefühlten 10 Lebenspunkten überlebt haben, oder? Ich hatte noch 100. Achso. Aber es hat sich doch, es war knapp. Ich hab's wirklich mal geschafft, im WVW-Gebiet nach einem Absturz mit 0 Lebenspunkten zu überleben. Boah. Das hätte aber auch ins Auge gehen können. Ein Zentimeter, ein Millimeter tiefer und schon tot gewesen. Eventuell, ja. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Das Ganze quasi wie mit Battlefield 3 vergleichen, Hilfe bei Kill 100 Punkte. Wie war das? Alle guten Dinge sind 3, ne? Der Gegner müsste tot sein, aber er lebt trotzdem noch. Ja, genau. Ich finde hier... Ja, ist gut da unten. Der schwierigste Sprung ist wirklich der, zu dem du jetzt kommst, mit der langen Distanz. Ja, das sieht gut aus. Ach, bist du schon drüber? Nein! Nein! Das wären noch 3 Sprünge gewesen. Scheiße. Ach komm, scheiß drauf. Ich spring auch nochmal. Geronimo! Du weißt, ach, da kommt noch eins. Ach so, für jeden einen nur? Achso. Ja, ich habe auch gedacht, da kommen mehrere auf einen zu, aber... Ja, gerechte Arbeitsteilung. Genau. Gut, ich meine, für eine große Gruppe ist hier genug Auswahl. Hier stehen noch 3 Quackernjunges rum. Ja, deshalb. Ach, da hinten müssen wir da. Also, für eine große Gruppe ist ja gesorgt, dass die alle gleichzeitig wiederbelebt werden können. Ich meine, gut, das wird man merken, wenn einer dann irgendwie leblos liegen bleibt, ne? Dass die Gruppe dann doch zu groß war, definitiv. Genau, das sind die Quackern ausgegangen. Oder die kommen noch schnell aus irgendwelchen Ecken gekrochen. Siehst du dann, wie sie überall aus irgendwelchen Löchern unter Wasser rauskommen. Ja. Wie jetzt so eine ganze Quackernarmee auf dich zustürmt. Ich weiß nicht, wie es mir geht, aber den Sprungrätsel hier empfiehlt sich wirklich, die Kamera so ein Stück über den Charakter zu drehen. Damit ja, man das habe ich auch man, so von oben. Damit man die Distanz von den Sprüngen besser einschätzen kann. So. Du machst komische Geräusche beim Springen. Ah ja, das ist nicht mal der Jüngste. So, jetzt kommt wieder der beschissenste Sprung hier. Nein! Zu früh abgesprungen. Nein! Ich bin gegen die Kugel gesprungen. Hier zeigt er auch noch. Wenn die Quackerns hier sprechen würden, die Quackernjungen würden, die würden bestimmt sagen, Gott, seid ihr inkompetent. Wahrscheinlich, ja. Die würden fragen, ob es uns noch gut geht. Wahrscheinlich. Jetzt wieder. Hallo. So, wie war das mit aller guten Dinge sind 3? Ja, bei mir kannst du mittlerweile schon eine 6 draus machen, glaube ich. Ich hätte nicht runterspringen dürfen. Jetzt ist es zu spät, jetzt kommst du nicht mehr hoch. Man muss ja auch eine Herausforderung haben. Und nach gefühlten 5 Stunden irgendwann schafft man das auch, denke ich. Oder man ist einfach nur komplett frustriert. Aber naja. Es ist ja nicht nur der Dennis, dem so ging. Mir ging es im anderen Sprungrätsel auch schon mal so. Ja, ich hab's auch gesehen, ja. Das werden wir früher oder später vielleicht auch nochmal zeigen. Die Sprungrätsel in den WVW-Gebieten gibt's ja auch Sprungrätsel. Und da gibt's auch welche, die einen nicht nur, weil sie extrem schwierig sind, sondern weil auch die anderen Parteien von den Servern dabei sind, die entweder hast du Glück und sie sind so kooperativ und lassen dich in Ruhe beim Springen oder sie schnetzen dich halt bei der erstbesten Gelegenheit ab. Ach so, wie dieses eine Versteckte da mit diesem Tempel oder was es war. Genau. Entweder du hast das Glück und sie springen mit dir mit, weil sie es auch einfach nur schaffen wollen. Oder sie machen sich halt wirklich von ihrer Sicht aus den Spaß und segnen dich bei jeder Gelegenheit ab, die es gibt, was dann für die vielleicht Belustigung ist, aber für dich ist es halt einfach nur nervend. Ja, weil man möchte eigentlich nur das Sprungrätsel machen und dann
Kriegst von denen auf den Sack. Ach ja, ich bin wieder oben, also zur Nebeninfo. Was schön. Aber hier haben wir wieder den Beweis, da unten Quackern. Der Text kann, da nervt, also das Fenster. Quackern, kann ja den Beweis, Quackern könnte definitiv nicht singen. Das sieht gut aus, sieht gut aus. Jawohl! Oh, geschafft! Victory! Ja, mal gucken, was wir drin haben. Was haben wir denn hier? Zepter des Wüters. Medaillon des Soldaten und Kryosol-Kristall. Also alles, was man nicht gebrauchen kann. Als Dieb. Ich hab verwüstender, verstärkter Schuppen, Schulter, Schutz der Göttlichkeit. Boah. Und ein Smaragdsplitter und das Siegel der Magie. Wahnsinn. Fehlt noch ein G-Züchen, also so Siegel der Magie. Siegel des Magie. Genau. Jo, dann würde ich sagen, war's das schon wieder von unserer Seite aus. Genau. Bis demnächst. Ciao, ciao.